also es geht in erster Linie um die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge ändern. Also nehmen wir mal die letzte Eiszeit, die hatte ihren Höhepunkt vor 20.000 Jahren und dann ist man innerhalb von 10.000 Jahren etwa in die heutige Warmzeit gekommen. Das waren 5 Grad weltweit. 5 Grad ist der Unterschied von einer Eiszeit zu einer Warmzeit. 5 Grad in 10.000 Jahren. Wir haben jetzt schon fast ein Grad in 100 Jahren an Erderwärmung gehabt. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sprechen wir über 5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das heißt, der Unterschied bedeutet 5 Grad in, sagen wir, 150 Jahren im Vergleich zu 5 Grad in 10.000 Jahren. Das heißt also, diese Dynamik. Was Mojib Latif aber in diesem halbstündigen Interview aus dem Jahr 2014 nicht sagte, in welcher Temperaturspanne, in globalen Absoluttemperaturen, sich diese erwähnten 5 Grad denn bewegen. Das hatte Mojib Latif aber mehrfach in anderen Interviews mal mitgeteilt. So, das ist es eben. Klimawandel ist ja völlig normal und das ist ja auch kein Gegensatz zum Klimaproblem. Nur sind die Zeiträume ganz andere. Wissen Sie, die letzte Eiszeit, der Höhepunkt dieser Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Weltweit ist die Temperatur seit damals um 5 Grad gestiegen. Wir würden jetzt im schlimmsten Fall das Gleiche aber in nur 100 Jahren machen. Dann hätten wir im Gegensatz zu heute eine Erdmitteltemperatur nicht von 15, sondern von 20 Grad. Damals während der Eiszeit waren es 10 Grad und das wäre einmalig in der Geschichte der Menschheit, das hat es noch nicht gegeben. Natürlich hat es Klimawechsel in der Vergangenheit gegeben, das bestreitet ja auch keiner. Das Problem ist nur, dass wir dabei sind, eine Änderung anzustoßen, die auch wieder einmalig für die Geschichte der Menschheit wäre im globalen Sinne. Wir reden über 4 bis 5 Grad Temperaturänderung bis 2100. Das hat es in 100 Jahren nicht gegeben und wir hätten dann eine Erdmitteltemperatur von 20 Grad, die es in unserer Geschichte bisher auch noch nicht gegeben hat. Das heißt, seit mindestens einigen Millionen Jahren. Wir möchten gerne in der Nähe des heutigen Klimas bleiben und nicht irgendwann bei einer Erdmitteltemperatur von 20 Grad sein, was ungefähr 4 bis 5 Grad mehr wäre als heute und das im Jahr 2100. Zu diesen drei Zitaten von Mojib Latif passt, dass Mojib Latif in seinen Büchern, hier sein Buch Hitzerekorde und Jahrhundertflut aus dem Jahr 2003, einen absoluten globalen Temperaturwert von 15,6 Grad Celsius ausgewiesen hatte. Und auch diese mehr als eindeutige Grafik vom Max-Planck-Institut verwendet hatte. Wir hatten ja bereits deutlich darauf hingewiesen, dass die WMO in Genf für das Jahr 2016 einen globalen Temperaturwert von 14,8 Grad Celsius ausgewiesen hatte und ist also weit von den alarmistischen Werten entfernt, die Mojib Latif in den Jahren seit 2003 den Lesern und Zuschauern mitgeteilt hatte. Trotzdem verbreitet Mojib Latif auch bei seinen öffentlichen Vorträgen im Jahr 2016 ungeniert auch mit globalen Temperaturwerten unterhalb von 15 Grad Celsius seine These von der angeblichen Gefährlichkeit der globalen Erwärmung, als ob Mojib Latif nie etwas anderes erzählt hätte. Die Erdtemperatur ebenfalls. Wir haben jetzt schon eine Erderwärmung von 1 Grad realisiert. Das ist verdammt viel, das kann ich Ihnen sagen. Der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit, wir kriegen nur 5 Grad im globalen Mittel. Der Deutsche Hochschulverband hat den Vorschlag unterbreitet, in das Strafgesetzbuch einen Straftatbestand einzuführen, der Wissenschaftsbetrug heißt.